Hi Leute und herzlich willkommen zu diesem neuen Video von mir. Für viele von euch beginnt bald die Schule wieder und auch ich hatte immer vor dem neuen Schuljahr und vor der neuen Schulzeit immer so ein bisschen Angst, was mich im neuen Schuljahr erwartet, wie ich da reingehe. Gerade jetzt bei dem Wechsel von der Mittelstufe in die Oberstufe war es so, dass so ganz viel Neues auf einen zukam. Und für mich war es auch sehr wichtig, schon immer ganz selbstsicher und selbstbewusst aufzutreten, um eben die Situation so zu ownen und nicht diese Emotionen irgendwie krass beeinflussen zu lassen. Und heute möchte ich euch mal meine besten Tipps mitgeben, wie ihr selbstbewusst in das neue Schuljahr reinstarten könnt. Vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren für weitere Videos. Und zwar ist der erste Punkt ganz klar, Vorbereitung ist alles. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass ich wirklich von heute auf morgen in die Schule jetzt gehen müsste wieder und gar nicht vorbereitet wäre, sprich ich wüsste gar nicht, wie ich mich organisiere, ich wüsste gar nicht, was ich für Fächer habe, ich wüsste gar nicht, was ich für Lehre habe oder so, würde mich das echt ein bisschen stressen. Daher würde ich genau den Tag vorher gucken, was nimmst du alles mit, pack die Tasche schon vorher, leg schon dein Outfit raus, wüsstest schon am besten, in welche Räume du gehen musst und was dich erwartet, sofern du das kannst, weil dann bist du nicht so aufgeregt, weil du genau weißt, was dich am nächsten Tag erwartet und was ansteht. Was ich mir selbst sehr oft gesagt habe, ist einfach fake it till you make it tatsächlich. Ich hatte auch Lehrer und Fächer, an denen ich mich wirklich gar nicht getraut habe, mich irgendwie zu melden, weil ich wirklich Angst hatte und wirklich Respekt hatte vor dem Kurs oder vor der Lehrerin oder vor dem Lehrer. Und da habe ich mir wirklich immer gesagt, fake it till you make it. Einfach melden und einfach mal versuchen, durch diesen Charme, durch dieses Gefühl durchzugehen. Weil meistens ist es gar nicht so schlimm, wie wir uns das eigentlich vorstellen. Wenn wir das dann mal rational betrachten, wissen wir, dass die Situation echt nicht so dramatisch ist, wie wir uns in der Situation irgendwie denken. Also einfach Power Position, sich gute Gedanken machen, sich gut zusprechen, durchatmen und sich einfach mal dann trauen. Ich weiß, es ist sehr viel leichter gesagt als getan, aber vielleicht hilft es euch zu wissen, dass es mir auch so ging in der Situation teilweise und dass ich mich dann einfach getraut habe, einfach meinte, okay, 1, 2, 3, ich mach's jetzt und dann einfach gemacht habe. Auch ist es wichtig, ein festes Support-Netzwerk in der Schule zu haben. Da würde ich euch generell raten, am ersten Schultag direkt wieder zuzugehen, falls ihr neu in der Stufe, neu in der Schule oder so seid und da direkt versuchen, Freunde zu finden. Traut euch wirklich aktiv auf die Leute zuzugehen. Sie haben wahrscheinlich nichts gegen euch, wenn sie euch nicht kennen und nehmen euch auch auf. Wenn nicht, dann ist eben das Worst Case, was passieren kann, aber das war's. Und auch auf neue Lehrer zugehen kann man auf jeden Fall machen. Also direkt schon ein gutes Bond mit Leuten aufbauen, direkt schon auf Leute zugehen und so, dass man so ein Netzwerk in der Schule hat. Das würde nämlich sehr viel bringen in der Schulzeit. Vor allem ist es nämlich auch so, dass du auf die Leute zugehen kannst, wenn du mal Ängste oder Sorgen hast und dass du so Leute hast, die dich beraten, mit denen du dich beraten kannst und so. Und natürlich ist es auch ganz wichtig, dass du dann wirklich mit den Leuten redest, wenn du irgendwelche Gedanken hast, bei denen sie dir helfen können. Ich kenne mega viele Leute in der Schule, die jeden Tag mit einem sehr negativen Mindset in die Schule gekommen sind. Immer meinten, ja, heute ist ein blöder Tag, heute habe ich wieder Schule, heute ist wieder Sport oder Bio oder was auch immer. Und ich kenne diese Gedanken auch. Ich bin auch mal diesen Gedanken teilweise aufgewacht, aber das bringt dann einem echt nicht viel, weil im Endeffekt musst du hingehen, egal was ist, du musst ja diesen Abschluss eigentlich machen oder du willst ihn ja auch machen. Es ist ja auch deine Motivation, irgendwie den Abschluss zu schaffen. Und ob man dann mit einem positiven oder negativen Mindset reingeht, kann sehr entscheidend sein, weil du musst ja sowieso in die Schule gehen. Und dann mach es dir doch nicht absichtlich schwieriger, indem du dir immer wieder sagst, ich mag eigentlich nicht hier sein, wenn du sowieso musst. Des Weiteren kannst du dich auch mit Freunden vor der Schule schon treffen, entweder ein paar Tage vorher in den Sommerferien und ihr könnt gemeinsam darüber reden, was passieren wird und gemeinsam eure Vorfreude ein bisschen steigern, indem ihr zum Beispiel eure Hausaufgabenhefte gemeinsam designt oder schon besprecht, was alles passieren wird und so weiter. Ich glaube, da kann man die Vorfreude teilweise echt ein bisschen steigern. Was aber auch gut sein kann, ist, sich direkt dann vor der Schule mit denen zu treffen, um gemeinsam reinzugehen und gemeinsam zu besprechen, was man gerade denkt, wie man sich gerade fühlt oder so. Hat mir auf jeden Fall sehr geholfen, meine Freunde am Anfang mal bei mir zu haben. Dann würde ich generell euch raten, ein selbstbewusstes Auftreten am Tag des ersten Schultages zu haben. Also ein Outfit anzuhaben, in dem du dich wohlfühlst, dass du was Gutes ausstrahlst, weil du dich eben so sicher und wohlfühlst. Und auch die Leute direkt zu begrüßen, ihnen in die Augen zu gucken und ja, auch die Leute direkt offen zuzugehen und einfach so Selbstbewusstsein auszustrahlen. Und dann ist es sehr wichtig, dass du anerkennst, dass Fehler normal sind und jeder Fehler macht. Also auch wenn was nicht klappt in der Schule, auch wenn im ersten Schultag schon was nicht klappt und die ersten Wochen irgendwie schwierig sind, es ist normal, jeder hat irgendwie schwierige Phasen gehabt in der Schule, auch ich, gerade in der Oberstufe. Wenn es wirklich sehr, sehr schwierig wird, dann red mit Leuten darüber, hol dir Hilfe, schreib mir auch gerne auf Insta oder kommentiere hier was. Falls du generell Lerntipps noch brauchst und bessere Lernstrategien, kannst du mir sehr gerne folgen und hier meine Videos angucken, weil ich hier sehr, sehr viel dazu habe. Und auch ist es aber wichtig, deine kleinen Erfolge zu feiern und das auf jeden Fall nicht zu relativieren, außer Acht zu lassen.
und wünsche jetzt einen ganz, ganz tollen Schulstart, ein ganz schönes neues Schuljahr und hoffe, dass wir uns hier bald wiedersehen, dass wir uns noch mehr austauschen können und ich dir noch mehr Tipps geben kann. Also bis ganz bald. Tschüss!